Los Angeles zu unserem zweiten Teil der großen E3-Berichterstattung. Im ersten Teil haben wir euch schon von der großen Nintendo-Pressekonferenz erzählt, von der neuen Heimkonsole Wii U und natürlich vielen Spielen. Aber da drin ist ja so viel los. Da gibt es ja Spiele ohne Ende. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen gehen wir jetzt gleich rein. Also viel Spaß bei Teil 2. Im ersten Teil unseres großen E3-Specials hat Ariane bereits Nintendo Land, Wii Fit U und New Super Mario Bros. U genauer unter die Lupe genommen. Also ich bin Fan. Auf Nintendos neuester Heimkonsole Wii U feiert aber nicht nur Mario sein Comeback, sondern auch die wohl hübschesten Pflanzenwesen, die jemals durch ein Videospiel getobt sind. Die Pikmin sind zurück mit Pikmin 3. Ein Spiel, worauf sich bestimmt viele, viele gefreut haben, denn sie mussten lange warten. Das Spiel heißt natürlich Pikmin und wir reden hier über Pikmin 3 für Wii U. Ganz entzückend wie immer und es gibt eine Neuerung. Die Steuerung ist wie immer, aber das Wii U Gamepad ist dazugekommen und gibt sozusagen eine Landkarte preis, dass man sich besser orientieren kann, schnell an den Viechern vorbei. Das Großartige bei Pikmin 3 ist übrigens auch, dass es neue Pikmin gibt, die Rock-Pikmin. So sehen sie aus, mit den lila Blümchen auf dem Kopf. Und das Gute an denen ist nämlich, in dem Spiel gibt es jetzt auch so Kristallwände zum Beispiel. Und dann kann man sich die Stein-Pikmin nehmen und die zerschlagen sozusagen das Kristall. Man ist nur entzückt, ne? Man kann ja gar nicht anders. Allein der Sound nach wie vor total hübsch. Man hat es ein bisschen vermisst, ne? Auf der neuen Wii U-Konsole kann man aber nicht nur den Garten unsicher machen, sondern auch einen Ausflug nach Lego City unternehmen. Lego City Undercover lautet der Name eines spannenden Open-World-Abenteuers, in dem der Spieler nicht nur eine Menge Freiheiten genießt, sondern es auch mit dem organisierten Verbrechen zu tun bekommt. Ein weiteres Spiel, was sehr positiv bei der Nintendo-Pressekonferenz aufgefallen ist, ist Lego City Undercover. Ihr schlüpft in die Rolle von Chase McCain. Chase McCain? You're a legend! Dem neuen Polizisten in der Stadt und müsst jetzt Fälle lösen. Und dieses Spiel, das sage ich euch gleich, ist nicht nur was für kleine Lego-Fans, sondern auch für die Großen. Denn wie mir berichtet worden ist, es ist sehr humorvoll, sehr ironisch und hier und da erinnert es an einige Spielfilmszenen, wie zum Beispiel The Dark Knight oder Matrix oder. Mit dem Wii U Gamepad spielt ihr das Ganze. Und der liebe Chase hat das sozusagen als eigenes Pad auch im Petto, dass er benachrichtigt werden kann, welche Fälle in der Stadt lauern. Das ist übrigens ein Open-World-Game, also ein Sandkasten-Game. Was heißt, ihr geht jetzt nicht linear durch das Spiel durch irgendwelche Level oder so, sondern könnt in der ganzen Welt ganz frei rumlaufen und an jeder Ecke gibt's Kriminalität, die ihr dann lösen müsst. Auf dem Wii U Gamepad könnt ihr übrigens auch sehen, wo ihr gerade langfahrt, wo ihr hin müsst. Denn da ist eine Karte drauf und der kleine rote Punkt, seht ihr ja? Ja, da muss ich hin. Lego City ist auch eine sehr schöne Stadt, kann man sich mal angucken. Es gibt ganz viele Autos zu fahren und vor allem wegen der Grafik ist es wirklich schön. Ne? Es ist gestochen scharf und das Wii U Gamepad ist super eingesetzt, weil du halt die Orientierung hast. Sehr schön gemacht. Natürlich konnte man auf der diesjährigen E3 nicht nur Nintendos stationäre Konsole Wii U und die dazu passenden Spiele bestaunen, sondern auch für unterwegs gab es jede Menge neues Gaming-Futter. Den Anfang machte dabei natürlich Mario, der bereits in diesem Jahr mit New Super Mario Bros. 2 zurückkehrt. Und diesmal steht alles im Zeichen der Farbe Gold.
Durch neue Items kann der hüpffidele Klempner nämlich auch seine Gegner in wertvolle Münzen verwandeln. So wird Marios neuestes Handheld-Game zu einem wahren Goldrausch. Super Mario wäre aber nicht der erfolgreichste Gaming-Held aller Zeiten, wenn er sich mit nur einem Besuch auf Nintendo 3DS begnügen würde. Mit Paper Mario Sticker Star steht bereits ein weiteres Abenteuer um den Schnauzbartträger in den Startlöchern, das vor allem die Herzen von Rollenspielfans höher schlagen lassen wird. Neu ist diesmal übrigens, dass Mario eine Vielzahl bunter und glitzernder Sticker finden kann, mit denen er die Spielwelt verändert und zum Leben erweckt. Last but not least freuen wir uns noch auf Luigis Mansion Dark Moon. Darin steht nicht Mario, sondern sein mitunter ängstlicher Bruder Luigi im Mittelpunkt und geht auf Geisterjagd. Das Ganze ist bereits Luigis zweiter Ausflug in gespenstige Villen, wobei er diesmal nicht nur eine, sondern gleich mehrere verspukte Anwesen besucht. Hello. Nun aber zurück zu Ariane und ihrem persönlichen E3-Highlight 2012, bei dem das Motto Get the Party Started voll und ganz im Vordergrund steht. Wer sich jetzt fragt, sag mal, war die Ari nicht eben noch auf der E3 jetzt im Wohnzimmer? Was ist denn mit der los? Beides, denn hier wurde ein kleines Wohnzimmer aufgebaut, um eine kleine Party zu haben. Das Spiel heißt Sing und jetzt singt man nämlich nicht mehr alleine nur vor dem Fernseher, ja, sondern jetzt singen alle dank dem Wii U Gamepad. Da kommt nämlich jetzt der Text hier auf den Screen und dann können wir nämlich alle zusammen tanzen und singen. Ich habe mich mal bereit erklärt zu singen und das fangen wir jetzt mal an. Okay. Wishing the well, don't ask me, I'll never tell. I looked you in as a fell, and now you're in my way. I'm full of a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. You're staring bold in red jeans, skin showing. Hot night, wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. And here's my number, so call me, baby. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me, maybe. Hey, I just met you. Auf jeden Fall mein persönlicher Überraschungsgewinner. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Tanz-Sing-Spiel so viel Spaß macht, wenn man in der Gruppe ist. Da gibt es ja die einen oder anderen, die sind immer ein bisschen schüchtern, aber ich glaube, bei dem Spiel macht jeder mit. Es macht unfassbar viel Spaß und man verliert alle Hemmungen, hat nur noch eine gute Zeit. Also ich glaube, der ein oder andere Abend in meiner Wohnung wird so enden. Trying to chase me, but here's my number, so call me maybe. Das war's von uns hier von der E3 aus Los Angeles. Um kurz zu resümieren, da kommt einiges auf uns zu dieses Jahr. Vorne mit dabei natürlich die neue Konsole Wii U und wir sagen euch, eine Grafik vom Feinsten und natürlich auch das neue Gamepad hat es uns angetan und wir sind begeistert. Es liegt erstens super in der Hand und zweitens eröffnet das neue Spielmöglichkeiten. Da träumt man von und lange muss man gar nicht mehr warten, denn sie kommt ja schon dieses Jahr raus, die neue Konsole. Und würde ich auch in diesem Sinne sagen, viel Spaß beim Weiterzocken. Wir haben hier noch unseren Spaß. Liebe Grüße nach Hause. Auf Wiedersehen.